Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Clash of Clans Folge 8 und Frühjahrsputz. Und Frühjahrsputz? Nein, die Folge heißt eigentlich nur Frühjahrsputz. Ihr werdet auch gleich sehen, wieso sie so heißt. Ja, zunächst aber erstmal, wie ihr das gewohnt seid. Das letzte Mal hatten wir damit aufgehört, wie ich gerade das Rathaus-Update gestartet hatte. Und ja, das ist immer noch in vollem Gange. Außerdem ist der Blizzard-Zauber auf Stufe 2 mittlerweile und mein Magier auch, wie ihr seht, das war ja schon in letzter Folge, beendet. Ja, der Blizzard-Tower kostet jetzt 500.000 Elixier. Ich fokussiere mich da jetzt erstmal nicht drauf. Zunächst, ja, wie eben versprochen, der Titel kommt einfach daher, dass ich mein gesamtes Lager jetzt von diesen ganzen Gegenständen befreie. Dazu gehe ich jetzt einmal angreifen, währenddessen dieser eine Baum schon entfernt wird. Beziehungsweise dieser Holzstumpf, um eben genug Gold genau dafür zu haben. Ja, die zwei Bomben, Mauerbrecher, Bombengeist. Was ist hier los? Schon wieder so viel Englischgelaber. Naja, die Mauerbrecher habe ich ein bisschen versaut, wie ihr gesehen habt. Ist ja auch weiterhin nicht tragisch. Ich hole mir trotzdem sein gesamtes Lager. 29 Pokale, weil so langsam möchte ich auch mit den Pokalen mal wieder anfangen zu steigen. Ich bin schon wieder auf 713 gesackt, runtergesackt. Das klingt irgendwie, egal. Ja, wie ihr seht, ich entferne mein Lager. Was? Ich entferne nicht mein Lager, ich entferne die Steine von meinem Lager. Oder die Verzierungen. Oder den Müll, der jeden Morgen neu da ist. Naja, ich will eigentlich nur kurz was zu diesem Thema sagen. Man kann bei diesem Entfernen der Gegenstände, Steine, Bäume, Baumrinden, was auch immer, von 0 bis 3 Diamanten finden. Das hat jedoch nichts damit zu tun, ob ihr Bäume oder Steine entfernt. Das ist völlig zufällig. Es hat auch nichts damit zu tun, wie teuer die jeweiligen Gegenstände sind, die ihr da entfernt. Der einzige Unterschied zwischen den Dingern ist einfach der Preis, die Größe. Aber es hat nichts damit zu tun, was ihr danach bekommt oder was ihr danach möglicherweise eben nicht bekommt. Das ist alles völlig zufällig. Ja, das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass ja, die ganzen pflanzlichen Sachen eben mit Elixier entfernt werden und die ganzen Steine und, das sind eigentlich nur Steine und kleine Steine, die eben mit Gold bezahlt werden. So, dieser Angriff, da brauche ich nicht mehr Mauerbrecher, also kann ich es auch nicht versauen. Der hat sein Lager so gebaut, dass ich einfach reinlaufen kann. Weiß der Geier, wieso er dann überhaupt erst Mauern drum zieht. Ich verstehe es nicht, vielleicht versteht es ihr ja. Naja, und jetzt kommen wir zu einem ganz schönen Angriff. Bin ich eigentlich relativ stolz drauf. Auch wenn ich den einen Ballon am Ende ein bisschen unnötig droppe. Aber das ist doch echt ein ganz schicker Angriff. Deswegen habe ich den auch mal nicht direkt vorbeschleunigt. Hier habe ich einfach zunächst oben, beziehungsweise oben links und oben drüber Barbaren reingesendet, um eben eine kleine Vorhut reinzuschicken. Dann Kobolde in einer Welle hinterher. Von unten dasselbe, Riesen. Und ja, ich wollte eigentlich außenrum so alles wie möglich zerstören, damit ich dann innen einfach auf die Goldlager zurennen kann, denn er hat einfach nur seine Goldlager in der Mitte stehen und eben keine Defense mehr, beziehungsweise keine Verteidigung. Und schon wieder ein englisches Wort, meine Güte. Ja, und deswegen weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht hat. Muss ich ihn ja eigentlich nur außenrum komplett zerstören und dann klaue ich mir dick fett sein Gold und Elixier. Das kam schön um die Ecke, habe ich jetzt nicht so schnell mitgerechnet. Deswegen kann ich jetzt auch einfach, weil ich das Elixier einfach habe, mein Lightning Spell, Lightning Storm, wie auch immer, auf Stufe 3 bringen. Und ja, da sowieso nichts anderes zu ausbilden ist, mache ich das einfach und schiebe auch direkt hier den Wizard Tower auf Stufe 2 hinterher. 360.000 Gold kostet der Spaß. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Dinger bringen es ordentlich, umso höher die sind, durch den schönen Flächenschaden und gerade in unserer Höhe, beziehungsweise in meiner Höhe der Gegner, fracken die da ganz schnell die Einheiten weg. So. Das war auch eher ein zweckmäßiger Angriff, war jetzt nicht wirklich groß, nicht wirklich viel los, aber ja, es genügt auf jeden Fall, um, achso, ja, hier jetzt erstmal der Magierturm fertig, genau, um das noch zwischenzuschieben, damit ich hier nicht irgendwas erzähle. Ja, genügt auf jeden Fall für meinen Zweck, um noch die restlichen Gegenstände da, die über Nacht wieder gekommen sind, wieder zu entfernen. Und hier springen wir wieder direkt in den nächsten Angriff rein. Da habe ich zu spät die Aufnahmetaste gedrückt, ist ja nicht so schlimm. Wieder mal mit Bogenschützen gearbeitet, die Mauerbrecher erfolgreich eingesetzt, eingeschickt, würde ich sagen. Meine Güte. Ja, eingesetzt.
und ich zerstöre ihn wieder komplett, hole mir wieder 20 Pokale und einiges an Rohstoffen. Ja, dazu möchte ich jetzt einfach nochmal diese Frage beantworten, die ich immer wieder gestellt bekomme, wie ich an solche guten Gegner komme. Es gibt einfach keinen Trick dafür. Es hat einfach alles mit Glück zu tun und Geduld eben. Ihr müsst immer schön lange suchen. Und ja, das ist bei mir immer beim ersten Klick schon ein guter Gegner. Es liegt einfach daran, dass ich die ganze Suche rausschneide. Sonst würden diese Videos 2,5 Stunden dauern. Natürlich wieder übertrieben, geschätzte 2,5 Stunden. Währenddessen gelabert habe, habe ich den Bogenschützenturm hier übrigens mal gerade abgegradet, damit wir dann weitermachen. Ja, genau. Anderes Thema wieder. Ja, es gibt keinen Trick. Ihr müsst einfach suchen, geduldig sein und dem Leben, andersrum, dem Spiel euer Leben schenken. Ihr müsst euch halt einfach wirklich versklaven. Und dann läuft das auch. Wobei, ich muss dazu sagen, ich hatte mit diesem Account echt richtig viel Glück. Ich finde einfach immer gute Gegner und ja, der ist jetzt auch nicht so dick, obwohl ich da auch schon sehr erfolgsverwöhnt bin. Aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist einfach Glück. Ich würde sagen, der Clash of Clans Gott liebt mich. Ja, Blödsinn. Egal. So, wie ihr seht, 15 Sekunden bleiben uns noch. Dann haben wir unser Rathaus auf Level 6. Das bedeutet Labor endlich ausbauen. Außerdem steigen wir ein Level auf, Level 28. Außerdem können wir unsere Kanonen jetzt endlich auch ausbauen. Die Armeelager können wir weiter ausbauen. Wir können einen weiteren Mörser bauen. Bauen natürlich. Ja, wie Versklaven. Ich weiß nicht, ob ihr gerade das schöne Klingengeräusch gehört habt, aber mein iPad hat mir schon wieder gesagt, dass ich zurück zu Clash of Clans kommen soll. Naja, wo war ich gerade? Genau, Rathaus ist mittlerweile fertig. Ihr habt gesehen, ich bin aufgestiegen und direkt schiebe ich auch Labor Level 4. Das dauert natürlich einen schönen Tag, aber soll sie seine Zeit nehmen. Wir gehen derweil ein wenig angreifen, um unsere Lager wieder schön aufzufüllen und dann direkt mit einer Erforschung oder dann später mit einer Erforschung direkt durchstarten zu können. Das Ganze ein wenig im schnellen Vorlauf, sonst wird das ja auch irgendwie langweilig. Ich werde, denke ich mal, jetzt demnächst mal ein Video hochladen, in dem ich nur angreife und eben mal meine gesamte Angriffsstrategie, wie ich immer so angreife, auf diesem Account hier erklären und erläutern. Denn so im Let's Play drinne finde ich das nicht unbedingt passend. Da verliere ich zwar ab und zu mal ein Wort dazu, aber da geht es doch prinzipiell ein bisschen mehr um so die andere Strategien. Also da kann ich auf das Ganze angreifen, nicht noch einsteigen, das würde sonst ein wenig zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wobei hier in diesem Fall kann ich das mal machen. Ich suche mir einfach den schwächsten Teil in der Mauer, wo nicht so viel Verteidigung steht, sodass meine meine Mauerbrecher nicht direkt zerstört werden. Schick eine Welle Barbaren und Kobolde davor, damit sie schön geschützt sind und dann eben Barbaren, Kobolde, Barbaren, Kobolde, Barbaren, Kobolde rein. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder. So viel Taktik ist da nicht dabei. In diesen niedrigen Leveln muss man da nicht so viel machen. Man muss eigentlich nur auf die Masse setzen. Und ja, wenn man mal wirklich gegen stärkere Leute angreift, dann vielleicht mal ein, zwei Riesen vorschicken, um als kleinen Puffer zu agieren. Weil sobald ich die Riesen vorschicke, greifen die ganzen Verteidigungen erstmal die Riesen an. Und da die ja viele Lebenspunkte haben, dauert das ein bisschen, bis die zerstört sind. Schicke dann eben meine Kobolde und meine Barbaren hinterher in großen Wellen. Ja, und mehr gibt es da eigentlich auch nicht wirklich zu sagen. Wie ihr seht, ist das Ganze ziemlich erfolgreich. Ich habe mein Lager, meine ganzen Lager richtig voll. Und ja, hier seht ihr im schnellen Vorlauf, da ich ja jetzt neue Mauern bauen kann, 25 an der Zahl, baue ich ein wenig um. Ich habe mir gedacht, das zeige ich euch diesmal einfach. Ist bestimmt auch mal ein ganz cooles Feature, wie ihr so seht. Ihr wisst das ja selber. Das ganze Umbauen ist eine schrecklich lange Arbeit. Doch durch das neue Feature, dass wir die Mauern in einem Zug greifen können, geht das ja alles viel schneller. So, was hier schön so irgendwie wie so ein, also falls jemand von euch leicht epileptische Anfälle kriegt, das solltet ihr überspringen, wie das jetzt gerade da so gezuckt hat, habe ich gerade meine Mauern ausgebaut und gehe deswegen jetzt auch auf Goldjagd. Und wie eben angesprochen, habe ich jetzt da zum Beispiel in meiner Clanburg Riesen mit drin gehabt. Sind auch nicht verkehrt, war jetzt in diesem Fall nicht vonnöten, aber naja, okay, springen wir direkt in den nächsten Angriff und klauen uns seine 111.000 Gold. Dabei kann ich jetzt auch mal erwähnen, ich finde das ziemlich cool, dass wir seit diesem Update, was jetzt doch auch schon wieder ein, zwei Wochen her ist, ein Leerzeichen zwischen den Hunderttausenden haben.
Weil somit kann man einfach viel leichter und schneller erkennen, wie viel man dann tatsächlich wirklich bekommen hat. Weil manchmal verliert man da den Überblick, finde ich. Wenn dann gerade drei Einsen hintereinander sind, wirkt das alles viel kürzer und man kommt schnell durcheinander. So, da haben mich seine 600.000 Ressourcen sehr angelockt. Und ja, deswegen schicke ich hier unten erstmal meine Ohrbrecher hin, um ein Loch reinzumachen, weil ich sehe halt auch, dass seine Lager leer sind und deswegen gehe ich auf die Elixier- und Goldsammler. Ich klaue ihm natürlich nicht alles, war auch nicht zu erwarten. Dafür war ich erstens mit zu wenigen Einheiten unterwegs und außerdem eher mit einem zu hohen Level. Aber trotzdem sehr akzeptabel für so wenige Einheiten, so viel Gold und Elixier zu klauen. Reicht für mich locker aus, um hier natürlich mein Lager schön weiter zu vergolden. Und ja, ich weiß nicht, euch ist bestimmt aufgefallen, mein Rathaus steht mittlerweile in der Mitte von meinem Lager. Ich möchte nämlich jetzt so langsam auf die Pokaljagd gehen und mir 1250 Pokale besorgen. Damit, ja, ich dann diese 450 Diamanten bekomme. Ja, ich war gerade so ein bisschen sprachlos, ich weiß auch gar nicht warum. Ich verstehe auch nicht, warum ich das hier nicht vorgespult habe. Das dauert alles so lange. Naja, mittlerweile ist ja jetzt auch mein Labor fertig. Wie ihr seht, ist mein Elixierlager voll. Ich möchte jetzt erstmal meine Mauerbrecher aufleveln. Und das habe ich jetzt auch so gleich gemacht. Und ja, diese letzte Mauer noch upgraden. Und dann bauen wir noch einen schönen Mörser. Ja, ne? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein Let's Play Clash of Clans Folge 8 und auch Frühjahrsputz. Ja, genug geblödelt. Naja, wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Channel oder lasst es. Macht, wie ihr Bock habt, so wie immer. Das war euer Held vom Erdbeerfeld. Haut rein!